Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Remmel von den Grünen hat es letzten Freitag, der ist leider nicht da, in der Fachausschusssitzung richtig erkannt, vielleicht erkennen die anderen Grünen es ja genauso oder Sie auch, der Zug erneuerbare Energien fährt mit Volldampf gegen die Wand. Aber alle Parteien, auch die CDU, auch die FDP, SPD sowieso, überbieten sich bei immer maßloseren Zielen zur Bekämpfung des Klimawandels. Und alles nur, vielleicht mit Ausnahme der FDP, um irgendwann mit den Grünen ins Regierungsbettchen zu steigen. Zum Gesetzentwurf. Es geht um Abstandsregeln für Windenergieanlagen zur Wohnbebauung. Denn für die sogenannte Energiewende braucht es nicht nur viel mehr, es braucht immens viel mehr Windenergieanlagen. Denn der Strombedarf steigt in Zukunft drastisch. Er wird sich verdoppeln. Es geht nicht mehr darum, den derzeitigen Strombedarf durch erneuerbare Energien abzudecken. Nein, es wird ständig nach oben drauf gesattelt. Sie wollen zum Beispiel auch grünen Wasserstoff für Industrie, Transport oder zum Heizen und Kühlen liefern. Und das alles soll, muss nun in Deutschland mit den erneuerbaren Energien abgedeckt werden. Man hat Klimaneutralität zum Staatsziel erhoben, hinter dem alle anderen berechtigten Belange zurückstehen müssen. Egal wie nutzlos im Übrigen die Maßnahmen zur Klimaneutralität für das Weltklima sind. Und das sind sie im großen Maßstab. Dumm, wenn dann die Maßnahmen, genau diese Maßnahmen zur Klimaneutralität, nicht greifen. Zum Beispiel, wenn in diesem ersten Halbjahr der Wind nicht ausreichend weht. Das erste Halbjahr war leider ungewöhnlich windstill und die Sonne schien auch nicht genug. Aber das lag ja wahrscheinlich auch irgendwie am Klimawandel. Aber das werden die Grünen sicherlich bei der nächsten Regierungsbeteiligung in den Griff bekommen. Sie werden üppige Zielvorgaben für Wind und Sonnenschein beschließen. Aber, und vielleicht das auch mal berücksichtigen bei all dem großen Tohuwabohu um Klimaneutralität und CO2-Fußabdrücke, es müssen auch die erneuerbaren Energien sich messen lassen am Maßstab der Klimaneutralität. Jede dieser Windenergieanlagen braucht ein massives Betonfundament, ein satter CO2-Fußabdruck. Aber das hier zu sagen, ist wohl nicht zulässig. Jeder dieser über 200 Meter hohen Türme aus Beton und Stahl, ein weiterer satter CO2-Fußabdruck. Aber auch das wohl nicht zulässig zu sagen. Die Flügel der Windenergieanlagen sind aus Spezialkunststoffbeschichtungen. Auch hier ein satter CO2-Fußabdruck und im Übrigen der Sondermüll massenhaft der Zukunft. Zurück zum Antrag. Auch die Nutzung der Windenergie ist nur bedingt möglich. Wo kein Wind, da auch keine sinnvolle Ausweisung dieser Nutzung. Und wenn man in den Windenergieatlas NRW hineinschaut, dann stellt man fest, gute Standorte mit hoher Windhöfigkeit, so heißt das, sind begrenzt. Und je niedriger die Windhöfigkeit, desto höher muss die Anlage sein. Klingt irgendwie logisch. Und je größer die Anlage, umso größer müssten auch die Schutzabstände zur Wohnbebauung sein. Und wo bereits andere Nutzungen oder andere Schutzregularien vorhanden sind, da ist dann eben keine Windenergienutzung zulässig. Und die Wohnnutzung ist grundsätzlich ein ganz bestimmt guter Grund, sie zu schützen. Und hier geht es nämlich nicht, ich weiß gar nicht, warum Sie es mal erzählen, um die Akzeptanz in der Wohnbevölkerung. Wie soll die aussehen? Frau Brems hat zu Recht gesagt, wie wollen Sie messen? Naja, wenn es weiter weg ist, ist es wahrscheinlich weniger problematisch. Irgendwie wird das wohl so sein. Aber darum geht's doch nicht. Sie machen doch keine Gesetze, um irgendwas akzeptieren lassen zu wollen von der Bevölkerung. Es geht um die Gesundheit der Bevölkerung und die Schutzinteressen, die nah bei diesen Monstern leben müssen. Es geht um deren Gesundheit. Und dieser Schutz sollte für jede Wohnbebauung gelten. Auch Wohnungen im Außenbereich gehören übrigens dazu. Die Einschränkung, dass diese durch eine Außenbereichssatzung erfasst sein müssen, bedeutet schlichtweg ein neues Planerfordernis. Für uns hingegen wäre jede Wohnung schützenswert. Und wenn bereits das geltende Emissionsschutzgesetz für diese industriellen, und genau das sind sie, Windenergieanlagen, Abstände zur Wohnbebauung von rund 750 Metern einfordert, dann sind die 250 Meter mehr, also 1000, die Sie jetzt in diesem Gesetz festschreiben wollen, ein Klacks. Das reicht bei weitem nicht. 1000 Meter gehen eben nicht weit genug, wenn Sie so ein Monster vor der Tür haben. Insofern lehnen wir dieses Gesetz auch ab, aber genau aus dem gegenteiligen Grund, wie Grüne und SPD, weil wir sagen, es reicht eben nicht. Sie müssen sich mal überlegen, das große Wort der Verhältnismäßigkeit, wenn eine Anlage 250 Meter ist, da müssen Sie überlegen,
ob es entsprechend der Höhe der Anlage vielleicht einen Abstand braucht und keinen starren Abstand. Die Dinger werden doch immer höher. Waren Sie mal in der Nähe von Paderborn? Bestimmt der eine oder andere. Da sehen Sie, was daraus wird. Insofern, das, was auf uns hier zukommt und das Gesetz zählt dazu, ist im Grunde genommen ein verlorenes Rückzugsgefecht, weil das, was hier kommt, Herr Biedermann, Herr Kretschmann von den Grünen hat es ja gesagt, ein Regimewechsel mit drastischen Einschränkungen von Bürgerrechten. Rücksichtslos. Genau das kommt. Danke. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Beckham.